Also ich meine, wenn du Lust hast, dann könntest du bei Marcello, Thierry und mir mitspielen. Boah, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so meins eher. Das musst du ja selber wissen. Kannst nur anbieten. Ja, danke fürs Angebot. Also, der Thierry macht quasi den Game Master. Der denkt sich die Story aus und die Welt. Und wenn wir quasi fragen, was wir in einem Raum oder so sehen, dann beantwortet der uns dann, was wir sehen. Quasi. Er ist quasi die NPCs und die Welt. Und wir sind die Charaktere, die dann durch die Welt gehen. Ja, es klingt schon interessant, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mir das erstmal vorher angucken, wie sowas grundsätzlich funktioniert. Dann kann ich sagen, ob das was für mich ist oder nicht. Dann, keine Ahnung, dann sagen wir mal, das ist immer das einfachste Beispiel. Du willst irgendwo hochklettern. Ja. Der Game Master sagt dir, der ist eine Wand. Und du sagst, keine Ahnung, eine Felswand, und dann willst du hochklettern. Und dann hat dein Charakter einen Charakterwert, der Klettern heißt oder so. Mhm. Und für den Wert musst du dann auf Eigenschaften würfeln oder so. Keine Ahnung, dann braucht man zum Beispiel Geschicklichkeit und Stärke dafür. Damit das sagt quasi, wie gut du klettern kannst, mehr oder weniger. Und dann würfelst du. Und dann, wie gesagt, hast du einen Wert. Und wenn du unter diesem Wert dann landest, dann bist du erfolgreich da hochgeklettert. Wenn du drüber würfelst, dann hat dein Charakter es nicht geschafft und fällst du runter oder so. Je nachdem, was der Game Master sich halt dann für dich ausdenkt, wenn du fehlschlägst. Ganz witzig. Weil du kannst halt, theoretisch kannst du alles machen. Alles, was du dir einfallen lassen kannst, kannst du einfach machen, so. Also Computerspielen ist das immer so ein bisschen limitiert. Weil da ist halt nur das drin, was auch programmiert wurde, das drin ist. Ja, aber das, also, ja. Also wirklich, was kann ich mir nicht drunter vorstellen? Warte mal, war da ein Hunter? Nee. Zombie. Weil das ist ja dann so umfangreich. Oder, also ich weiß nicht, ob ich mir das richtig vorstelle. Ich denke mir, dann stößt man halt irgendwann auf irgendwas, was man eben nicht machen kann, weil derjenige sich das vorher halt nicht ausgedacht hat. Ja, dann wird improvisiert. Ach so. Das kannst du ja, du kannst ja improvisieren im Real Life. Das ist ja nichts, was der nicht kann. Solange der nicht irgendwie eine Gehirnstörung hat, kann der improvisieren, der Game Master. Es gibt, keine Ahnung, gibt es vielleicht, ich weiß nicht, ob es so eine Krankheit gibt, dass man nicht improvisieren kann. Und wahrscheinlich nicht, aber ja, also der denkt sich so die grundsätzliche Umgebung aus und so und Charaktere und Namen und Leute, die man treffen kann und wie die Welt so grundsätzlich aussieht, ob es da vielleicht Götter gibt oder wie die Landschaft aussieht, was es für Städte gibt, so grob. Und dann fängst du an, dich da durchzubewegen und dann schreibst du quasi mit ihm zusammen die Story. Also weil natürlich kann er nicht alles vorhersagen. Wenn du einen König triffst oder so, und dann erwartet der Spielleiter, dass du den König mit Respekt behandelst. Aber dann gehst du einfach hin und haust dem König eins auf die Fresse oder so. Das sage ich dann quasi. Ja, genau. Du bist im Gespräch mit dem König oder was und dann... Ich höre Steps. Hier, nee, da hinten. Und da auf der anderen Seite ist auch jemand. Einer hit, direkt vor mir. Ist down. Der andere ist über mir. Hier. Mit der Shotgun hat auf mich geschossen, wo auch immer. Fein. Hier oben. Ich werfe eine Frag. Der hat auch eine Frag geworfen. Ich hab ihn gehittet. Ist down. Okay. Guck da wieder zu.
Ist ein Armort irgendwo? Also das ist, glaube ich, der um dem Dach hier, ne? Warum sind denn die wieder nach hier gekommen? Wir hatten die Clue doch schon genommen. Ja, vielleicht waren das andere. Ich komme die von C und A. Das heißt aber, wir so, gehen ja nicht nach C und A, wie es aussieht. Ja, und dann nach Fort. Aber da hinten im Fort, im Prison wird auch geschossen. Der hat eine Sparks, der Typ. Und eine Uppercut. Wer spielt denn heutzutage noch mit Sparks Uppercut? Ne, der hat Mosin Uppercut hat er gespielt. Mosin hat mitgenommen. Ja, aber ist doch dasselbe. Halt, ja, Double Long Ammo, ist das Kacke, ist das. Macht doch keiner mehr, seitdem die genug. Der hat eine Sparks Sniper hier. Ja, und ne. Okay. Was auch immer. Officer, nee, nicht Officer, ne. Nagan Precision. Nagan Precision, genau, ja. Ja, komm, dann gehen wir nach Fort. Hm. Da ist dann bestimmt auch schon jemand. Oder zumindest war da. War die Dolch noch voll? Hier ist nämlich noch Special immer. Schön. Ich habe hier einen Dynamite Stick gefunden. Was will ich denn damit? Kann ich doch eh wieder nichts mit killen, so wie ich mich kenne. Kannst du ja am Boss versuchen. Da werfe ich lieber auf ein Meathead oder so. Bitte? Da werfe ich es lieber auf ein Meathead oder so. Da weiß ich wenigstens, dass es was bringt. Ja, hier ist ein Wagen, ne? Also wenn du was brauchst. Ne, auf jeden Fall. Dynamite Bundle. Okay. Ich habe letztens erst in einem Video Klo gesehen, dass man hier ja einfach reingehen kann, hier. Ja, habe ich auch gesehen, genau. Aber du musst irgendwie in die Hocke gehen vorher, sonst funktioniert's nicht. Ah ja, ja. Ja, weil du wahrscheinlich sonst durch die Decke einfach glitschst. Da ist ja auch noch ein Meathead. Komm, ich mach den einen hier mal weg. Achtung. Oh, okay. Das habe ich jetzt gerade nicht bedacht. Das geht gerobbt. Ich mach den anderen auch noch weg hier, wenn wir schon dabei sind. Lightfoot. Boom. Der hat auch was gedroppt. Levering. Wo ist denn das hingeflogen, das Trade? Ist gar nicht. Ah, das liegt da im Feuer. Das Worldfire. Was ist das? Das Worldfire ist. Nee. Ah nee, ich kann es aber auch nicht nehmen. Ich habe Lightfoot ja schon. Also. Boss ist bei Ironworks. Levering. Levering, ja. Das hole ich mir doch. Auch einfach mal genommen. Ich glaube, ich brauche das eigentlich gar nicht. Da schießt immer noch einer irgendwie Aden oder so. Hm. Hier sind drei Wagen hier unten, sehe ich gerade. Alle in einer Linie an der gleichen Straße. Ich bin einfach ja, Bornheim, ne, Sweetbell ist das. Komm, da schieße ich doch mal in die Richtung. Vielleicht kann ich wen sehen. Noch einer mit einer Bornheim geschossen, habe ich doch gehört. Ja, früher oder später irgendwie in die Richtung kommen. Ja, ich meine, wenn ich jetzt aber 150 Meter jemanden einfach wegheadshotten kann, cool, macht Spaß und erleichtert es den Fight später. Würde ich das auch machen. Ja, wenn er da halt rumsteht. Klar, wenn der jetzt da rumläuft, dann treffe ich den auch nicht. Aber wenn er jetzt da am Fenster hockt oder so, dann kann man ja vielleicht mal einen Schuss wagen. Also wenn jetzt in Sweetbell jemand am Fenster sitzen würde, würde ich nichts sehen. Doch, doch. Also wenn da einer auf dem Balkon oder was da oben an dem Fenster sitzt, das siehst du doch. Ja, im Balkon schon, aber innen meine ich. Ach, da ist einer am Turm. Oh ja, ja, den habe ich auch gerade in dem Moment gesehen. Okay, dann ready your sniper. Nein! No! Ich hab halt auch so einen fucking Millimeter daneben geschossen. Hätte ich ihn gekillt.
Du kannst ja mal da bleiben, ich bleib mal hier. Ja, hier sind jede Menge Kisten Munition, wir können ruhig ein bisschen schießen. Nee, Dollar meine ich. Ach so. Okay. Und um die Ecke auch noch. Also da und dann nochmal weiter links. Ja, dann. Ich gehe mal von hier eben dann. Ja, jetzt lässt er sich natürlich nicht mehr blicken hier, der Kollege. Ironworks, lass doch nach Ironworks gehen. Boss ist Boss. Ich mag den Compound eh sehr gerne. Mhm. Sehe ich dann noch jemanden? Wo? Naja, doch nicht. Ist nur was anderes, irgendwie ein Stück Holz oder so. Bei Sweetband habe ich gedacht, würde ich was sehen. Hab ich mich vertan? Ja, was macht der denn jetzt da? Sitzt er da auf der Rückseite jetzt immer noch rum und macht nichts oder was? Wahrscheinlich. Der wird irgendwie ein Team in Sweetball auch sein. Ja, komm, egal, geh mal weiter. Zombie ist wieder hier unterwegs. Schon wieder ein Messer dabei. Achso, aber das war ein Kontradant-Messer, deswegen. Hier kann man Waffen sauber machen. Oh, Hunde. Hier sind auch noch Hunde. Nochmal ein Mietet. Kletter einfach hier hoch, dann kann sie mich nicht kriegen. Da ist eine Tool drauf. Ja, ich mal jetzt hier. Ich hab noch überlebt. Und eine Heilbombe dafür bekommen. Sticky Bomb. Kann ich den Butcher mit wegspringen, wenn wir da sind? Leider nichts gedroppt. Okay, let's go. Hunde in. Small Battery, glaube ich. Ich hab keine Hunde. Achso. Oh, da sieht keiner, wie es aussieht. Was ist. Achso, hast geguckt, ja dann. Ja. Ja gut, können noch immer einer außerhalb sitzen, aber. Hier ist noch eine Toolbox. So, ich bin voll. Scheiße, mal weg. Weiß. Long Ammo hier. Ja, ich geh mal die Sticky auf den Boss werfen. Hm. Dann, wenn du nichts dagegen hast, würde ich den mit der Lebelle finishen. Ja. Für die Spitze einmal. Wo ist er denn? Ah, da. Achtung, er ist live! Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du ihm auch eine Sticky an den Kopf geworfen? Ach, eine Chaos-Bombe. Hier drin sind noch Bloodline-XP. Kann ich dir gleich zeigen, wo sie sind. Der Butcher schießt auf mich! Weiß. Bloodline XP sind da. Die Special Ammo für. Doch achso, Deutsch ist ja noch voll. Ja. Dann. Oh! Fallen! Okay. Da ist ja auch noch eine. Ja. Ja, da komme ich aber vorbei. Und aufs Dach gehen. Trade, ja, Determination. So, ja, dann kommen die bestimmt aus Sweetbell gleich nach hier. Mehr fallen.
Ich leg mal an die Tür, wo nur eine Falle war, leg ich auch noch eine Falle. Okay. Zweite. Wo komme ich denn jetzt noch rein dann? Da hinten. Aber da lege ich jetzt auch noch eine hin. Wo? Hier? Ja. Okay. Ja, pack lieber an die eine Tür zwei, weil dann kann ich hier reingehen, wenn ich gehittet werde. Ja, da hinten sind schon zwei, also an der Tür. Nee, an die Türe hier Richtung Nordosten, meine ich. Ja, ja, da sind schon zwei. Ach auch, okay. Dann, beiden Metalltüren hast du schon. Richtung Südosten ist auch noch eine Tür, ne? Ja, die ist aber, ja, für beide Türen. Ja, komm, ich klicke da trotzdem was hin, falls da einer auf die Idee kommt, die einzuprügeln. Ah, hier liegt nochmal eine Falle. Wohin damit? All the traps! You stepped right into my trap. Wovon ist das? Boah, keine Ahnung. Kam mir gerade so in den Kopf, es muss irgendwas von einem Spiel sein. Prince of Persia oder Assassin's Creed. Nee. Irgendein Multiplayer-Spiel. Worms Online. Ja. Das ist es. You stepped right into the trap. Das Caustic aus Apex Legends vielleicht? Oder? Muss das ja irgendein Charakter mit Fallen sein. Männlich auf jeden Fall. Ah, nee, das ist aus diesem neuen Shooter-Spiel, wie heißt es noch? Valorant. Aus okay. Valorant. Und da ist ein Charakter. Ich glaube, Cypher heißt der oder so. Ich meine, das wäre von geil. Spot zum Rausgucken sehe ich gerade. Dieser Schlitz an dem Holzding da, oder? Ja. Noch nichts gesehen bis jetzt. Kannst ja mal aufheben und checken. Sagst du mal an, wo ist überhaupt ein Ausgang? Wolf's Head oder More Battery? Hoch oder runter? Süden oder Norden? So, ich checke. Ja. Einer oder zwei auf 150. 150, also ja, Südosten ungefähr. Ja. Komm auch mal mit aufs Dach. Ja, dann sitzen die da vorne an dem Knutzen auf jeden Fall. Gibt's nicht viel Auswahl. Ah, da. Hits. Der hat eine Shotgun, der andere ist hier unten. Direkt hier. Hit. Links hinterm Haus. Ich bin mal so krass. Achtung. Könnte kommen. Ah, liegt. Ah, schade. Bisschen zu kurz. Wo ist denn der andere, der mit der Shotgun? Der andere ist dahinter. Was schießt der denn mit der Shotgun hier hin die ganze Zeit? Ja, wenn der Slugs oder Flechette hat. Achtung, der andere ist weiter hinten. Down. Nice. Dann lass den anderen gleich. Der andere liegt da. Der hat eine Shotgun. Da brauchen wir nicht pushen. Oder zumindest mal beide in die Richtung. Ja. Also direkt anpushen. Nur halt nicht zu nah ran, weil das wäre blöd, wenn der uns jetzt einfach wegballert. Pass auf, wenn der Slugs oder das Flechette hat, kann der auf Distanz gut schießen. Deine Zombies, ja? Ein Antidote-Shot, was will ich denn damit? Ja, hier irgendwo. Der ging auf mich. Jo, ja, der hat Slugs, definitiv. Sonst wäre das bei mir nicht angekommen gerade. Also pass auf, Slugs, 25 Meter Headshot-Reichweite. One-Hit. Hier hinter immer noch. Rotier hinten rum so ein Stück noch. Hier. Hier hinter. Kommt wieder mehr zu dir. Jetzt eher hier. Ah, ich muss nachladen. Was gibt's hier noch?
Bin fast leer. Ja, ich habe ihn noch gesehen. Auf am Ping. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Er ist hinter der Kuppe irgendwo verschwunden. Hit, er mich aber auch. Ich flash oben rüber. Kein Hit. Oh, jetzt pusht er mich. Komm her. Ist auf der Straße. Zombie-Agro. Geht nach rechts rüber. Hinterm Ding wieder. Also auf, lass lieber auf Distanz bleiben wieder. Der hat, wenn er Special Ammo mit Slugs hat, hat er nicht mehr viel Munition. Der wirft auch, Achtung. Ich hab ihn gehittet. Down. Nice. Check nochmal. Noch ja, gut. Check. Alles clear. Schön. Ja. Rival Slugs, ja, einen Schuss hat er noch gehabt. Wo ist seine Secondary? Die ist halt nach hier geflogen, die Shotgun. Ja. Überhaupt was anderes? Ah, da, da liegt eine Pistole. Eine Pax. Okay. Der andere liegt hier auf dem Feld direkt. Kannst du hier lang kommen? Eine Rival Hand Cannon. Und eine neue Winfield. Ja, das war der, den wir vorhin gesehen haben, am Turm, oder? Glaube ich. Ja. Ja, stimmt, ja. Wow, jetzt habe ich... Genau deswegen... Ne, ich spiele nie wieder Lebel, das nervt. Eben Mosin gespielt, aus der Special Ammo Box für die Mosin 3 Schuss bekommen. Jetzt spiele ich Lebel ohne Special Ammo und krieg aus einer normalen Box einen Schuss. Einen motherfucking ja, Schuss. Auch direkt wieder drauf geht, wenn du nicht komplett leer bist. Ja gut, ich hab Dings dabei. Ja, aber ja, das ist schon echt bisschen lächerlich. So, ich gehe mal noch die Bounty aufheben. Also ich sehe den Sinn davon. Also ich mag die Lebel eigentlich vom Feeling her lieber, aber diese Munition ist halt mega lächerlich. Der Unterschied. So, dann Gun Oil. Ah, hier gibt es Special Ammo. Einen Schuss habe ich bekommen. Ach so. Ja, weil die schon voll ist. Voll, ne? Wo war das Gun Oil? Da. Ah, die ist sauber. Oh, ich muss meine Ping-Taste mal woanders rauflegen. Das nervt mich hart. Das okay. Reagiert immer so spät. Welche Taste hast du denn? Mittlere Maus, also Mausrad klicken. Okay. Ich hab's auf Y. Boah, umständlich. Wieso? Das ist halt mein Daumen, macht das. Auf Y. Y, X, C, V, Leertaste und Alt bedient mein Daumen. Also alt, Y ja, ist pingen, X ist Waffenmodus wechseln, C ist hinknien, V ist in-game Voice Chat, Leertaste ist springen und alt ist Walten, weil ich die ja so extra gelegt habe. Also alt ist so das letzte, was mein Daumen kann, aber Y ist ja ist quasi nochmal eine komplette Taste weiter links fast wie alt. Ja, also ich habe quasi meinen Daumen unter meinen anderen Fingern. Okay, so. You're crazy. Nee, richtig krass sind die Leute, die, die, wo gehen wir überhaupt hin? Wir laufen die ganze Zeit im Kreis einfach. Ja. In das Süden. Ne? Gehen wir an den Wagen kurz vorbei. Richtig krass sind die Leute, die, die mit RDFG spielen anstatt WASD. Weil... es effizienter ist, weil deine Finger da mehr Tasten erreichen können und du nicht diese ganzen großen unnötigen Tasten an der Seite hast. Gut, das wird bei mir eh nicht funktionieren, weil dann würde ich mit meinem Handballen einfach durchgehend auf meinem Schuss. Ja, das ist auch nochmal eine andere Sache. Also, das ist wirklich für Leute, die halt auf richtigen Tastaturen dann spielen. Das macht man halt einfach damit, weil es effizienter ist, wirklich.
kannst dann mehr Tasten halt erreichen. Aber ich bin es so gewohnt schon mein ganzes Leben, deswegen. Mein ganzes Leben. Gehen wir zu dem anderen Wagen auch noch? Oder? Ja, ich benutze nur gerade mal eine Sache, dann kann ich da noch mal was aufheben. Hier war doch auch ein Meathead, oder nicht? Ja, ich hab auch schon gehört. War nicht hier einer im Compound? Nein. Ich eben hier lang gelaufen. Ne, im anderen Compound war einer in Bradley. Hier ist übrigens schon der. Der muss nicht mehr lang. Ja, dann nicht. Sag nochmal bitte, was ist da? Ich sag, hier habe ich, ich habe gerade eben am Vorbeilaufen, habe ich da irgendwo einen gehört, auf jeden Fall im Compound da vorne oder so. Da irgendwo. Meathead, okay. Ich meine ja. Ich habe einen Armod gehört, aber kein Meathead. Ich habe jetzt auch nicht so drauf geachtet. Hier ist ein Pferd. Ja, das war's nicht. Ah doch, da hinten. Ja, am, am anderen Tor da hinten. Oh. Oh nee! Ist nicht dein Ernst! Ist an dieser scheiß Laterne hier oben hängen geblieben! Jetzt habe ich nichts mehr zum Werfen. What? Ich brenne trotzdem! Warum brenne ich denn? Ich bin doch quasi durch die Choke gelaufen. Warum brenne ich denn dann? Okay. Ja komm, du kannst mal noch den... hier oben ist noch ein Armored irgendwo. Ich gehe mal noch kurz zu dem Wagen. War da ja dann im zweiten noch nicht. Ja, aber der ist schon leer. Da musst du nicht. Ach so, das ist leer. Okay, ja dann. Ja, da ist keine Box mehr. Okay. Also hier wird ja auch noch irgendwo irgendwas sein. Was ist das denn? Ich habe den Armor zweimal gemessert, dann habe ich auf ihn geschossen und dahinter stand ein Zombie. Und da hat der Armor den Zombie einfach mit umgerissen. Ja, ja. Habe ich auch schon mal gesehen. Der fällt um und dann reißt er ihn einfach mit um. Ist auch immer geil, wenn mit den Immolatoren oder Meatheads, wenn die rumlaufen. Wir sind Hunter da hier unten. Die hauen ja dann auch einfach alle Zombies um, die im Weg stehen. Kann dir hier die Türe aufmachen. Hier hinten sind auch noch Hunter da. Ich glaube, meine Libelle ist jetzt wieder voll. Ne, immer noch nicht. Ist halt tatsächlich immer nur so ein, zwei Schuss, das ist echt. Was? Ja, halt. Dass man wenig Munition kriegt, ja. Ja, das ist wahr. Ich krieg jetzt mit meiner Mösen aber auch gerade immer nur eine. Aber das war doch jetzt wieder so richtig typisch. Jetzt haben wir die nicht die High-Level-Hunter genommen. Jetzt überleben wir wieder. Klar. Das ist doch... Das ist doch alles Hand, ist das. Ah. Hier in der Toilette sind auch noch Dollar. Dollar. Und Special Ammo hier. Im Haus. Mein Boost ist leer. 5 Hand Dollar.
Special Ammo ist voll. Special Ammo voll. Brauche ich ja sowieso nicht mehr. Fällt mir mal gerade so ein. Hier hinten sind auch so Häuser, da geht ja auch nie irgendjemand rein. Warum auch? Aua! Oh, wirklich stöhnt. Oh. Ich glaube, das war ein Headshot. Ne, das waren nur 25. Okay. Ja, abgezogen.